Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Sport, dem Morgenmagazin für den geneigten Nerd. Seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch, ihr Lieben. Ist das schön heute? Was für ein toller Start. Ich freue mich über den Start in den Tag. Ich hoffe, ihr tut das auch. Ihr seid gut drauf. Das Thema unserer Sendung heute, glücklich sein. Da möchte ich mit euch drüber quatschen. Was macht euch glücklich? Erzähl ein bisschen, was mich glücklich macht. Und vielleicht werden wir danach alle insgesamt noch ein kleines bisschen glücklicher. Zum Beispiel kann ich über einen guten Witz oder auch einen Running Gag kann ich lachen. Wüsste aber jetzt nicht, wann ich das letzte Mal einen gehabt hätte. Ist zweimal schon ein Running Gag? Zweimal ist schon ein Running Gag, oder? Vielen lieben Dank. Das war eigentlich auch schon ganz gut für den Start heute. Außerdem möchte ich sprechen über unter anderem über die 280 Zeichen bei Twitter und über eine Twitter-Umfrage, die ich gestartet habe gestern Abend noch und an der einige Leute teilgenommen haben, die ich sehr spannend finde, bei dem Leute ihr Leben mit einer Schriftart vergleichen. Und 50% der Leute vergleichen ihr Leben mit der Schrift Comic Sans. Und was das zu sagen hat, da können wir gleich mal gemeinsam drüber diskutieren. Ist vielleicht ganz interessant. Ihr seht es vor meiner Nase, habe ich ein bisschen was von gestern zu essen. Raps. Gestern war Felifee bei uns, oder nur Fee, wie er inzwischen heißt. Hat er korrigiert. Er heißt ja gar nicht mehr Felifee. Felifee war bei uns. Entschuldigung. Und der hat ein Rap-Tutorial gegeben. Das wusste er vorher nicht. Ich schwöre, sein Gesicht zu sehen in dem Moment war richtig großartig, als ich mit den Raps um die Ecke kam. Schade, dass wir das nicht auf Kamera hatten. Es war oberlustig. Der hat, wie gesagt, ein Rap-Tutorial gegeben, wie mache ich perfekte Raps. Apropos perfekte Raps, was fehlt einem guten Rap? Eine vernünftige Soße. Vielleicht wärst du so freundlich und kannst mir mal so eine Soße noch irgendwie organisieren. Das wäre wirklich sehr nett. Mayonnaise zum Beispiel, ich stehe ja auf Mayo. Und diese Soße, die ich liebe, nennt sich Mayo. Pommes und Salate, nur mit Mayo. Mayo, alle lieben Mayo. Mayo, 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 bewerfe mich mit ihr. Dankeschön, liebe Lena. Danke, sehr nett. Wirklich sehr nett. Mayo kommt hier auch drauf. Warte mal, ich geh mal näher ran. Wer liebt dieses Geräusch nicht? Ich hoffe, das war nicht zu laut jetzt in euren Ohren. Ach, Freunde der Sonne, was für ein Start. Es ist wirklich ein ganz fantastisches Thema für mich. Glücklich sein ist es und das fällt mir eigentlich relativ leicht, weil ich eigentlich, glaube ich, ein relativ glücklicher Mensch bin. Also ich bin ein fröhlicher Mensch zumindest. Ich bin am liebsten gut drauf, wie ich es gerne sage, wenn mich jemand fragt, wie es mir so geht, sage ich am liebsten gut. Das wird euch möglicherweise irgendwann nochmal unterkommen. Hab da aber auch gleich noch eine ganz interessante Story zu. Ich glaube daran, dass man mindestens bis zu einem bestimmten Grad, also sicherlich nicht zu 100% und immer in jeder Lebenssituation, aber ich glaube, dass man zu einem bestimmten Grad Einfluss darauf nehmen kann, bewusst Einfluss darauf nehmen kann, wie gut es einem geht oder wie glücklich man ist. Sagen wir das vielleicht einfach. Ich kann konkret, wenn ich mich dabei erwische, dass ich vielleicht mal, keine Ahnung, irgendwie in so einer Lethargie bin oder einfach irgendwie unzufrieden bin oder der Meinung bin, dass Sachen gerade nicht so laufen, wie ich es gern hätte, dann kann ich darauf Einfluss nehmen, dass ich dem entgegenwirke, bis zu einem bestimmten Grad, indem ich einfach sage, nee, ich habe keine Lust darauf, ich will gar nicht schlecht drauf sein. Eigentlich ist doch viel geiler, gut drauf zu sein. Und meine Erfahrung zumindest ist die, dass man das bis zu einem bestimmten Grad tatsächlich gut mitbestimmen kann. Und dass, wenn man das mal so bewusst reflektiert hat, dass es vielleicht gerade eine blöde Idee ist, schlecht drauf zu sein, dass man es dann viel einfacher hat, wieder gut drauf zu kommen und das irgendwie verarbeitet bekommt. Ist mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch schon mal probiert, da quasi so mental gegen anzugehen? Oder sagt ihr, das ist Humbug, das kann man nicht tun?
Mir fällt es irgendwie schwer zuzuhören, sagt Vio. Ich sehe nur Dirk, der übers Glücklichsein redet, während er Essen fertig macht. Ja, also es ist tatsächlich ja so, dass das, wenn ich jetzt so drüber sprechen würde, was sind Dinge, die machen mich glücklich, dann gehört übrigens Essen einfach tatsächlich vorne mit dazu. Ich habe gerade gedacht, irgendwie noch so eine geile, irgendwie haben wir doch noch eine andere Soße hier noch. Vielleicht, Lena, kannst du noch mal gucken, ob du noch eine Soße findest? Hast du gerade eine Sekunde? Das wäre total lieb. Pava sagt, bis zum gewissen Grad hat man das selbst in der Hand. Ich meine, selbst in der Hand haben sind ja nochmal mehrere Dinge. Also jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es. Also sowieso das, was man so tut und wie man so handelt. Stehen auf der Fensterbank so scharfe Chilisoßen, davon so ein bisschen was. Dass man also sozusagen einfach mit beeinflussen kann, wie gut man sich anstellt, wie brav man ist. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, sehr nett. Das sind hier übrigens drei scharfe Chilisoßen. Mexican Tears heißt die Brand. Ich weiß gar nicht. Kriege ich jetzt kein Geld für oder so. Hm? Ja. Aber ich finde die ziemlich geil. Will die ganz scharfe? Warte, wo ist da ist die scharfe? Und dann gibt es so diese kleinen Momente, in denen man sich dann wieder drüber freuen kann. Da hat man was Gutes zu essen oder auch nichts Gutes, aber was trotzdem lecker schmeckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier unter gut fällt, doch eigentlich fällt das unter gut. Und dann kann ich dem so viel Gutes entnehmen, dass alles, was möglicherweise gerade nicht so gut läuft, dagegen in den Hintergrund rückt. Und man, ich meine, es gibt ja so diese ganz fundamentalistische Überlegung zu sagen, ja, überleg doch mal, so vielen Leuten auf der Welt geht's schlechter. Ich weiß gar nicht, ob man immer nach unten gucken muss, nur damit man sich selbst dann irgendwie gut fühlt an der Stelle. Aber so grundsätzlich, ist das auf jeden Fall mindestens an der Stelle beeinflussbar, denke ich zumindest. Essen macht immer glücklich. Guck mal, das sind zum Beispiel ganz, ganz viele, die das jetzt gerade unterstützen. Lissy sagt, Glück ist für mich die kleinen Dinge im Leben, wie zum Beispiel den letzten Parkplatz zu erwischen oder den letzten Rap zu ergattern. Das ist jetzt mein Fall gerade. Letzter Parkplatz. Für mich auch, genau, letzter Parkplatz. Für mich eher so letzte Bahn, also die Bahn gerade noch kriegen. Ich bin immer wieder, das setzt einen zwar auch unter Druck, aber ich bin jemand, der eigentlich regelmäßig zur Bahn morgens sprinten muss. Ich würde sagen, in 80% der Fälle, das glaube ich realistisch, 80% der Fälle sprinte ich zur Bahn, aber in 99% der Fälle bekomme ich die Bahn auch. Ich hatte kürzlich einmal den Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das in Spawn schon erzählt habe, ich hatte kürzlich zum Beispiel den Fall, da habe ich dann einmal die Bahn verpasst. Es war nämlich ein Samstag und da fahren die Bahnen ein kleines bisschen anders als am normalen Wochentag. Und ich war da nicht so richtig drauf eingestellt und hatte dann das Problem, dass ich einen Zug kriegen musste am Bielefelder Hauptbahnhof. Das mit dem Rap, ich habe ihn mir zu voll gemacht, das funktioniert nicht so gut. Naja, und dann habe ich den tatsächlich kurz vorher verpasst. Natürlich kein Flex-Ticket gebucht bei der Bahn, sondern es war halt eine ICE, den ich kriegen musste. Sparpreis, wenn ich den nicht gekriegt hätte, wäre der ganze Tag komplett im Arsch gewesen. Und dann bin ich einfach an die Straße unten gegangen, habe so richtig klassisch den Daumen rausgehalten, beziehungsweise eigentlich habe ich nicht den Daumen rausgehalten, sondern es war eine rote Ampel und ein Dude musste halt an dieser roten Ampel halten. Und ich habe einfach an sein Fenster geklopft und habe ihn gefragt, ob er mich ein Stück mitnehmen kann Richtung Hauptbahnhof. Und dann hat er mich tatsächlich dahin mitgenommen. Und diese Situation hatte ich exakt zweimal. Das war das eine Mal, den habe ich aktiv gefragt. Ein anderes Mal, ihr müsst euch vorstellen, ich sprinte quasi an der Bahn entlang, also an der Bahnstrecke, an der normalen, sprinte ich entlang zur Bahnhaltestelle. Das heißt, ich liefere mir richtig mit der Bahn auch ein Wettrennen. Und ein anderes Mal hatte ich, da ist mir die Bahn auch weggefahren, das waren, glaube ich, die einzigen meine Mal, an die ich mich erinnern kann, da hat auf der anderen, hat dann plötzlich an der Seite der Haltestelle eine türkische Frau mit ihren zwei Kindern hinten auf der Rückbank gehalten, Kinder so 12 und 8 und so, und beide sagen, oh, wir haben so gerade mitgefiebert und gehofft, dass du die Bahn noch bekommst. Wir waren so sicher, du bekommst sie noch und du hast sie auch bekommen. Und das war nämlich der Fahrer, hatte dann die Taster der Tür schon einfach direkt wieder auf ausgestellt, weil er offensichtlich nicht wollte, dass ich diese Bahn noch bekomme, um mich zu erziehen möglicherweise. Junge, geh mal pünktlich los.
Und haben mich gesagt, ey, wo musst du hin? Wir nehmen dich ein Stück mit. Und dann haben die mich wirklich so aus eigenen Stücken, haben die mich angequatscht und gesagt, ich nehme dich ein kleines Stückchen mit. Und das sind so Dinger, wo du wirklich denkst, ach du grüne Neune, was für ein, was ist das für ein Life? Also das war wirklich auch sehr schön. Und da war ich auch dann glücklich irgendwie. Also das war noch geiler, als die Bahn erwischt zu haben, muss ich mal sagen. War schon sehr, sehr cool. Zwei sehr gute Nummern. Ja, die haben heimlich Wetten geschlossen. Ja, ich denke, die haben gewettet, aber eigentlich waren sie alle für mich. Denke ich zumindest. Vielleicht bin ich so glücklich, weil ich immer esse. Das ist auch eine schöne These an der Stelle. Bio kann sein. Ansonsten Dinge, die glücklich machen. Gute Gesellschaft. Ich muss jetzt mal probieren, hier abzubeißen. Ehrlich gesagt, ich habe das wirklich hier verkackt mit dem Rappen. Ich mache normalerweise ganz andere Sachen mit Raps als das hier. Und es ist einfach zu voll. Guck bitte nicht hin. Guck mal kurz weg. Guckt ihr kurz weg? Einmal kurz weggucken. Ich sag, wenn ihr wieder gucken dürft. Sekunde. Ihr Spanner. Ist genau gesehen. Ihr habt hingeguckt. Ich bin professioneller zur Bahn oder zum Bussprinter. Aber ich glaube, auch das habe ich, glaube ich, schon mal hier gebracht. Ich glaube, für die ganzen Bahnfahrer bin ich inzwischen schon sowas wie ein Running Gag. Versteht ihr? Weil ich jedes Mal die gleiche Strecke immer laufe. Ja. Ja. Running Gag. Ich erkläre es nicht nochmal, oder? Soll ich es nochmal kurz erklären? Haben alle das verstanden? Ich frage nur. Ich habe hart Hunger und gleich Deutsch. Hoffentlich bekomme ich eine gute Note zurück. Ero, hast du geschrieben, Arbeit geschrieben oder was? Das ist ja mega aufregend. Momentchen mal. Schlechte Witze aufzuschreiben. Nach 2 Tagen hatte ich 3. Ich habe, ja gut, ich hatte nicht so viele. Leute, das ist scheiße mit dem Rap. Ich habe das verkackt. Ich habe das richtig verkackt. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich denn so schlecht rappen? Das liegt daran, dass der Burrito, dass der von gestern ist und der ist nicht mehr so richtig elastisch. Das sieht richtig scheiße aus jetzt hier. Kann mir mal einer ein Messer bringen, bitte? Ich brauche Messer und Gabel. Ist ja ernsthaft. Das ist ja wie mit Marcel. Marcel kann keinen Döner essen. Beim Döner essen kriegt der, keine Ahnung, das ist wirklich, der hat mehr Döner hinter ihrem Bart als irgendwo anders. Guck mal, und Servietten habe ich auch keine. Vielleicht hast du da auch noch was in die Richtung. Ich trinke so lange einen Spawn-Smoothie von Amina. Das ist sicher. Du sollst den auch rollen, nicht klappen. Bichteck? Danke. Ja, es ist alles hier Käse, ist das. Nein, Marci kann keinen Döner essen. Fun Fact über Marcel. Ernsthaft, Mann. Also so schlecht habe ich mich mit so einem Rap noch nie in meinem Leben angestellt. Das ist der Druck jetzt hier in der Sendung. Aber ich kann auch darüber lachen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn man über sich selbst lachen kann, über seine eigenen Fehler, dann hilft es auch enorm so zur allgemeinen Zufriedenheit oder zum allgemeinen Glücklichsein. Und wenn man endlich in der Lage ist, sich seinen geilen Rap, der vor einem liegt, in den Mund zu stecken. Mann. Ich werde gleich etwas aus dem Jöllenbecker Stadtanzeiger verlesen. Und da gibt es nämlich auch einen kurzen Teil zum Thema Glücklichsein. Deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Und es gibt noch ein paar schöne andere Themen da drin. Die, wenn wir darüber lachen, auch glücklich machen. Übrigens, ich sage das ja eigentlich immer dazu, für die Leute, die Sendung noch nicht kennen, ihr habt ja natürlich immer die Möglichkeit, euch auch einfach jetzt was zu essen mit dazu zu holen. Einfach, wir essen einfach gemeinsam. Also wenn ihr sowas in die Richtung machen möchtet, dann können wir das selbstverständlich sehr, sehr gerne tun. Ihr müsstet bloß euch auch irgendwas vor euer Empfangsgerät holen. Allerdings macht ihr euch damit quasi zu Mitessern. Ja. Wie Pickel im Gesicht. Ja.
mit Essa. Lustig, oder? Mann, Mann, die Spaßkanone. Der Spaßzug rollt wieder. Tschu-tschu, ha! Tschu-tschu. Wohin rollt euer Spaßzug denn so? Rollt er ins Ziel oder rollt er wo ganz woanders hin? Fotoanalyse. Wer hat nach der Selfie-Analyse? Nein, es gibt heute keine Selfie-Analyse. Ich kann euch verraten, warum. Und zwar sind fast alle Leute, bis auf Lena, die macht hier gerade einfach alles, rennt rum und bringt mir noch Sachen und sitzt in der Regie, sind alle damit beschäftigt, den Keller vernünftig umzubauen. Denn wir müssen ja irgendwie schaffen, bis zum 50-Stunden-Stream am Wochenende unten das Kellerset fertig zu machen. Das war ja unser großer Plan und es ist ganz schön knapp, das kann ich euch sagen. Und die sind alle da unten. Aber Lissi, das Foto ist ja nicht weg. Das Foto ist ja nicht weg. Es gibt zweimal Spawned am Wochenende. Am Samstag mit Kmetsch und am Sonntag mit mir. Ich glaube so rum. Und da gucken wir uns die Fotos einfach auch nochmal an. Trotzdem freuen wir, ich gucke mir die auf jeden Fall auch gleich an. So ist ja nicht. Ich freue mich über eure Bilder auch so. Und Momentchen mal. Parva. Dirk, eine relevante Frage. Machen dich Geschenke glücklich? So Überraschungspakete zum Beispiel. Auf jeden Fall, ich bin jemand, der bei Geschenken, ist auch eigentlich so ein typisches Weihnachts-Advents-Thema. Geschenke kann man auch mal prima drüber sprechen. Aber ziehen wir es mal ein kleines bisschen vor. Ich freue mich über Geschenke. Ich freue mich auch tatsächlich über die Überraschung bei Geschenken. Ich bin nie jemand gewesen, der sich Geschenke, der die Geschenke der Eltern zum Beispiel vorher gesucht hat im Schrank. Sondern ich habe immer brav gewartet und mich immer gefreut über die Überraschung. Und dann, ob es was Großes oder was Kleines, ist völlig egal. Aber irgendwas, wo du vielleicht auch nicht mit gerechnet hast oder so. Verzeihung. Das ist schon das, was mir auch Spaß macht. Ich schenke aber auch fürchterlich gerne. Also abgesehen davon, dass ich sehr gerne Sachen bekomme, die irgendwie cool sind, die interessant sind, die vielleicht mich überraschen, schenke ich auch sehr gerne und finde es auch sehr cool, dabei zu sein, wenn jemand ein Geschenk auspackt, mit dem man die Person dann überrascht zum Beispiel. Das ist was ich also auf jeden Fall auch richtig cool finde. Ah, Kmet, Entschuldigung, ich habe dich falsch ausgesprochen. Passiert. Ah, passiert. Luna Schneider, ich finde, man muss auch mal gekonnt unglücklich sein dürfen. Ja, absolut. Es ist ja auch so, dass man nicht immer auf der gleichen Welle schweben darf. Das ist schon so. Also man kann nicht immer das gleiche Level halten. Also ein Hoch fühlt sich nur dann an wie ein Hoch, wenn es auch ein gewisses tiefes Pendant gibt. Aber es ist einfach eine Schwierigkeit, wenn man sagt, man hat so Tiefs, in denen man so festhängt, dass man da nicht mehr rauskommt. Oder man lässt das Tief so zu, dass es so das allgemeine Glückslevel dann auch beeinflusst. Und das, glaube ich, das ist einfach falsch, dass man irgendwie nicht an einem bestimmten Punkt sagt, so, jetzt ist auch mal gut mit unglücklich, jetzt genießen wir doch mal wieder hier, keine Ahnung, irgendwas Schönes. Jetzt genieße ich gutes Essen, gutes Trinken, gute Gesellschaft, Freunde, gute Gespräche, auch mit Nicht-Freunden, vielleicht auch mit irgendwelchen anderen Leuten irgendwo. Herbststimmung, eine Lichtstimmung draußen, Laub, was draußen von den Bäumen fällt, sowas in die Richtung. Das sind dann Sachen, an denen kann man sich, glaube ich, so weit mindestens wieder erfreuen, dass es auch zu einem bestimmten Glücksgrad führen kann, wenn man die Sachen dann nur in der Form genießt. Auch Sachen geschafft zu haben, Sachen zu erledigen, To-Do-Listen abhaken, macht viele glücklich. Auch was ich ganz gut finde. Ich denke, dass das schon nicht ganz verkehrt. Nochmal ganz kurz, Pava, warum genau fragst du wegen des Pakets? Ach so, eventuell solltet ihr heute jemanden haben, der Pakete annehmen kann. Also nicht alle im Keller verschwinden. Okay. Vielleicht machen wir die Sendung hier einfach noch eine Stunde länger. Ich warte, bis der Paketservice kommt. Klingt nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Bin aufregend. Bernie, ich will Sommer. Seid ihr denn so Herbstdepressionstypen, so wo ihr so ein bisschen Mimi-Rakete. Ich sehe, dass Dirkie wieder zum Friseur muss. Ist ein Reizthema gerade. Ist ein Reizthema. Aber schön, dich zu sehen, liebe Mini. Sehr, sehr schön, dich zu sehen oder zu lesen. Gesehen habe ich ja schon mal gesagt. Gesehen haben wir uns ja leider nicht auf der IFA, weil du dich verdrückt hast. Friseur
steht an und ich hoffe, dass ich es noch schaffe vor dem 50-Stunden-Stream. Ist sonst voll stressig mit so einer langen Matte. Ich sehe aus wie so ein Obdachloser, wenn ich durch die Gegend laufe. Das ist nicht okay. Ah! I'm a subscriber, give it up for Nerdstar. I like to watch, I'm gonna support ya. Der Pottmensch, das ist ein guter. Der subscribt mir nicht ins Intro rein, wie die anderen Terroristen hier. Der ist mal ein guter Typ, wartet bis mitten in der Sendung mittendrin, wo man dann auch mal reingehen kann und sagen kann, okay, jetzt sind wir irgendwie im Thema. Jetzt können wir mal subscriben. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Pottmensch, für dein Sub, deine Unterstützung. Das ist sehr, sehr nett und kommt timingmäßig wirklich sehr, sehr gut. Ich sag ja bloß. Mini-Rakete, aber Dreamhack sehen wir uns. Wer sagt denn, dass wir auf der Dreamhack sind? Sind das Dinge, die jetzt irgendwo... sucht das schon irgendwo durch den Kosmos? Ich kann da nichts zu sagen. Der Sub war falsch, schreibt Error, kein Intro. Das ist lustig, kann ich drüber lachen. Pava, ich habe doch gehört, dass der Seb am Wochenende rumkommt, da kann man doch was machen. Ja, ganz genau. Wann hast du gestern Abend das erste Mal auch gehört? Ja, ne, ich meine, letztendlich habe ich das gestern das erste Mal auch gehört. Ich hatte mit ihm ganz kurz nämlich die Tage schon korrespondiert, aber es noch nicht fix gemacht. Einer der Gäste, die wir noch nicht angekündigt hatten für den 48 Stunden, sag ich schon, für den 50-Stunden-Stream, ist der Seb vom Steam-Team. Der wird auch hier sein, wo ich mich auch sehr, sehr drüber freue. Den habe ich nämlich auch total lange nicht mehr gesehen. Und das ist ein sehr, sehr lässiger Zeitgenosse. Und wenn der unten vor der Tür ist zum Dampfen, dann bleiben dahinter keine Kippenstummel übrig, weil, naja, eben Dampfen, das ist schon ganz gut. Habt ihr eigentlich jetzt alle mitbekommen, wer alles da ist am Wochenende? Haben wir das jetzt irgendwie mehrfach und oft genug kommuniziert? Also wir haben, ich kann ja auch schon mal erzählen, wer wann da ist. Also am Freitag bereits kommt die Trollin, also morgen sozusagen. Morgen Abend kommt die Trollin als erstes an. Die ist das komplette Wochenende da. Die Trollin ist da von Freitag bis Sonntag, also 3 Tage, Freitag bis Sonntag, Freitag, Samstag und Sonntag sozusagen. Und am Freitagabend kommen außerdem Pegasus-Spiele vorbei. So viel Geld. Ach. Vielen lieben Dank für deine Donation. Ich habe nicht ins Intro rein, sondern spende etwas mitten in die Sendung. So macht man das, Kappa. Grüße. Der Wadi ist gut erzogen. Spendet mitten in der Sendung und nicht mitten ins Intro rein. Finde ich auch. Dankeschön, Wadi. Danke für deine Unterstützung. Wir sammeln ja immer noch fürs Kellerset, was wir jetzt schon anfangen zu bauen, einfach weil wir es jetzt brauchen. Auch wenn wir es noch nicht ganz so dann bauen können, wie wir es möchten. Aber das kommt an der richtigen Stelle an und wir danken da sehr, sehr, sehr herzlich für. Das ist wirklich sehr lieb. Dankeschön. Also, ich war gerade dabei zu erzählen, dass Pegasus Spiele dann abends dabei sind. Die kommen, wie gesagt, am Freitag, ich glaube auch um 18 Uhr oder so. Dann machen wir mit denen einen langen Brettspiele-Block. Und die sind dann am Samstagmittag auch nochmal da. Samstagmittag kommt dann außerdem der Lenny irgendwann zu uns. Der ist auch den ganzen Samstag da bis abends. Und Samstagabend kommen dann Icy und der Seb vom Steam-Team. Das ist zumindest der Plan und die bleiben einfach so lange, bis sie nicht mehr können. Vielleicht lassen wir sie auch gar nicht raus. Mal gucken, das gibt dann die ganze Nacht. Das ist so der Plan. Und wer heute Morgen schon auf Facebook das Video gesehen hat, der sieht schon, welche fantastischen Gewinnspielpartner wir alle mit dabei haben. Wir haben echt richtig, richtig, richtig viele Gewinne. Im Wert von über 500 Euro insgesamt, glaube ich. Das ist richtig, richtig viel zusammengekommen. Das habe ich letztes Mal so dann mal ausgerechnet und fand das irgendwie so beeindruckend. Aber vor allen Dingen einfach richtig viele coole Sachen. Sehr, sehr, sehr nice. Da kommen zum Beispiel die Jungs von Super Geek uns heute Nachmittag extra noch besuchen. Die sind ja auch hier aus Bielefeld und bringen Dinge vorbei. Geil oder geil? Geile Dudes, geile Nummer, finde ich richtig, richtig großartig. Also schon mal ein paar Pünktchen oder Sternchen aufsparen hier, damit ihr mitmachen könnt. Wer kommt denn vom Pegasus Promo-Team? Fragt der Pottmensch. Zum einen ist der Michael da, der wird aber gar nicht unbedingt vor der Kamera wahrscheinlich mit dabei sein. Denke ich zumindest. Aber der ist auf jeden Fall auch hier. Und
Die Julia? Heißt sie Julia? Ich glaube, sie heißt Julia. Irks. Heißt sie Julia? Ganz im Ernst mal. Ich weiß nicht, warte mal, ich kann mal kurz gucken. Ich habe sie erst auch erst einmal getroffen, jetzt auf der Spiel. Die Gute. Und ich bin mit Namen so schlecht. Vielen Dank. Wer ist denn so nett? Als Strafe für mich, dass ich so lange nicht vorbeigeschaut habe, D, auf geht's, 50-Stunden-Stream. Mini! Bist du des Wahnsinns? 50 Euro? Vielen Dank, als Strafe, dass ich so lange nicht vorbeigeschaut. Ach, dir könnte ich doch nichts übel nehmen. Das mit der IFA, dass du da nicht da vor Ort warst, weil ich mich auf dich gefreut habe, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber, dass du nicht hier bist, das ist also keine Strafe. Aber vielen lieben Dank. Das ist echt nett. Danke. Oh Mann, das ist wirklich sehr lieb. Dankeschön, liebe Mini. Vielen lieben Dank. Guckst du denn beim 50-Stunden-Stream ein bisschen rein? Hast du da Zeit am Wochenende wenigstens? Das würde ich ja irgendwie ganz geil finden. Oh Mann, ey, das ist echt lieb. Da fehlen mir die Worte. Ich esse lieber schnell was. Oh Mann. Und dass du am 50-Stunden-Stream reinschaust, ist mir noch mehr wert als das. Aber ich danke dir trotzdem, wie gesagt, sehr herzlich. Das ist, es kommt an der richtigen Stelle an. Wir sind dabei oder wir sind einen guten Schritt weiter gekommen schon unten mit dem Kellerset. Wir legen heute noch ein paar Kabel nach unten und haben dann den ersten finalen Techniktest. Den ersten und gleichzeitig den finalen Techniktest. Und dann muss es mindestens laufen. Wenn es nicht läuft, haben wir einfach Pech gehabt. Irgendwie. Aber ich hoffe, dass das funktioniert. Und da sparen wir jetzt drauf. Und es ist schon so geil, wie viele Leute uns da schon bei unterstützt haben. Glaubt man ja manchmal selber nicht, ne? Aber wir haben da schon so viel zusammenbekommen. Wir haben es, glaube ich, nicht vorbereitet jetzt, aber da ist schon richtig viel zusammengekommen. Und deswegen richtig, richtig vielen lieben Dank. Die Julia von Pegasus. Ja, genau, die. Diggidi. Hast du sie nicht gesehen auf der Spiel? Da ist sie doch auch rumgedrümmelt. Sehr, sehr cool. Warte mal, irgendwas habe ich eben noch gelesen. Ich muss erstmal gerade wieder reinkommen. Mini. Ich drück die Dirty Däumchen. Okay. Du warst nicht beim Pegasus-Stand, Diggidi? Du warst aber doch alle Tage da auf der Spiel, oder? Letzten Endes. Das klären wir übrigens auch gerade noch, wie und wann der Diggidi rumkommt. Das ist nämlich eigentlich auch geplant. Ich hätte ihn ja gerne am Sonntag da. Weil dann können wir am Sonntag auch noch, haben wir am Sonntag auch noch jemanden da, der Ahnung hat von Brettspielen. Das ist eine ganz gute Nummer. Dann ist am Freitag und am Samstag sind immer kurz einmal mindestens die Pegasus-Gang da. Und dann am Sonntag wäre dann Diggidi da und dann macht er da den Brettspielboss. Finde ich okay. Die Julia von Pegasus war ja jetzt ein paar Mal zu sehen bei den Kollegen von Bonjour. Da haben die auch schon so Brettspiel-Sendungskram gemacht. Und das ist ganz interessant zu sehen gewesen. Das erste Mal war sie dort ja noch relativ neu vor der Kamera. Und das zweite Mal hat sie sich schon wesentlich wohler gefühlt. Und ich hoffe, sie kommt bei uns gut an und fühlt sich bei uns zu Hause. Und die haben Lust, ein bisschen was Lustiges mitzumachen. Und die haben auch was zu gewinnen dann natürlich noch mit dabei. Also alles richtig, richtig großartig. Ich würde, wenn ich hintergekaut habe, einmal kurz jetzt auf den Jöllenbecker Stadtanzeiger namens Blickpunkt, ich halte mal kurz in diese Linse, namens Blickpunkt zu sprechen kommen. Das ist dieses Gerät. Vorne drauf ist Hörgeräte, Gerätewerbung. Haben Sie schon mal einen Igel niesen gehört? Nein? Dann jetzt aktiv werden, endlich wieder klar und deutlich verstehen. 50 Euro Gutschein. Nee, wie viel was für ein Gutschein? 60 Batterien für 30 Euro.
60 Batterien? Ist das sehr teuer? Ich weiß nicht, ist das teuer, günstig? Keine Ahnung. 60 Hörgerätebatterien zum Sonderpreis von 30 statt 60 Euro. Vielleicht ist das sogar ganz günstig, man weiß es nicht. Nee, ist nicht die Zeitung von Aldi. Auf keinen Fall. So, ich habe mir ein, zwei Sachen rausgesucht, unter anderem den Glücklichsein-Artikel. Vielleicht schiebe ich den kurz vor. Ich habe das letzte Mal ja schon draus vorgelesen, da war sehr viel Blödsinn auch drin, ne? Einfach in der Zeitschrift. Diesmal fand ich eigentlich sogar einige der Sachen ganz gut, einige der Artikel ganz schön und mindestens auch anregend. Und deswegen habe ich hier das Thema Glücklichsein an den Start gebracht. Und die befassen sich hier mit verschiedenen Themen beim Glücklichsein. Aber ich lese es einfach mal kurz vor. Was macht uns glücklich? Eine Seminarreihe an 6 Abenden. Glücklich sein dürfte wohl eines unserer höchstrangigsten Lebensziele sein. Glück ist das, was wir für uns am meisten erstreben und erhoffen, und wenn wir anderen etwas Gutes zukommen lassen möchten, dann wünschen wir bei den verschiedensten Gelegenheiten viel Glück. Doch was ist eigentlich dieses Glück und was genau macht uns glücklich? Wie schaffen wir es im Alltag, unser Glück zu finden und die Krisen und Tiefs des Lebens hinter uns zu lassen? Das wollen wir in unserer Vortragsreihe an 6 Seminarabenden wiederum mit der Unterstützung ausgewiesener Fachleute erörtern. Wir wollen zum einen klären, was denn überhaupt unter Glück zu verstehen ist und wovon es in erster Linie abhängt, dass wir uns glücklich fühlen. Zum anderen möchten wir herausfinden, was wir selbst tun können, um glücklich zu sein und wie uns gegebenenfalls dabei auch geholfen werden kann. Lassen Sie sich informieren und diskutieren Sie mit. Wir laden dazu herzlich ein. Themen: Was ist überhaupt Glück? Von Professor M. Dr. Rainer Dollase. Und macht Geld doch glücklich? Von der ökonomischen Glücksforscherin Professor Dr. Johanna Hirata. Interessant. Nächstes Jahr gibt es dann unter anderem noch die Themen: Was tun, wenn die Seele leidet? Und dem Glück mit Achtsamkeit auf die Sprünge helfen, auf den Spuren des Glücks und zwischen Glück und Unglück. Naja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt hingehen würde, zumal die Sachen veranstaltet werden vom Sozialseminar der Evangelisch-Lutherischen Versöhnungskirchengemeinde Jöllenbeck. Eher nicht, sag ich, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Idee erstmal nicht schlecht, auch so ein bisschen einfach Bewusstsein zu schaffen für das Thema Glück. Ihr seid jetzt hier irgendwie mit in der Sendung und wir sprechen über Glück, ihr kommt irgendwie gar nicht weg. Deswegen ist das, glaube ich, vielleicht an der Stelle okay. Stell mir gerade vor, wie Dirk und Marcia da drin sitzen. Das wären bestimmt die beiden, die ganze Zeit von hinten nuscheln und kichern. Überhaupt, wir würden doch nicht tuscheln und kichern. Wenn du wüsstest, wie diszipliniert Marcel und ich sind, wenn es um Fortbildungen und sowas dergleichen geht. Wir sind also wirklich, da können wir sowas von diszipliniert sein. Heißt nicht, dass wir zuhören, aber wir sagen auch nichts. Wir schalten einfach kurz auf Standby, Energiesparmodus. Ach, 8-Bit-Superhero, sei herzlich gegrüßt. Aus Bielefeld nach Bielefeld. Dirk, der Glücklichmacher? Das ist okay. Dirk, mit dem Titel der Glücklichmacher könnte ich auf jeden Fall leben. Kann ich das vielleicht als Untertitel haben? Dirty Dirk, der Glücklichmacher, vielleicht nehme ich das rein in mein Twitter-Profil. Apropos Twitter. 200... Überleitung. 280 Zeichen stehen jetzt zur Verfügung. Finde ich sehr spannend. Ist eine Änderung, die lange auf sich hat warten lassen, von vielen gefordert, von anderen aber auch stark vehement gegendiskutiert. Was ich sehr interessant finde, weil die 140 Zeichen sind ja sowas, was, oder diese sehr kurze Zeichenfolge ist ja was, was uns so antrainiert wurde. Über SMS, über Twitter eben zum Beispiel. Man konnte dort nur so kurz sein. Und ich würde schon fast sagen, das hat ja so einen gewissen Einfluss auf unsere Schreibkultur gehabt die letzten Jahre. Und deswegen kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, wie viel anders die Twitter-Nachrichten tatsächlich werden. Also ob sie jetzt im Gro wirklich auch länger werden oder ob man diese leicht stenohafte Schreibweise, ob man die trotzdem beibehält, dieses Telegrammartige, wo man wirklich nur so
Hauptwörter aneinanderreiht teilweise, wo man echt gar keine ganzen Sätze mehr bildet, sondern eben versucht, sich krass kurz zu fassen und damit auch eine Form, eine Ausdrucksform ja geschaffen hat, die so bisher nicht da gewesen ist. Also früher gab es bestimmte Gedichtformen, es gab irgendwie, keine Ahnung, das Sonett, es gab das Elfchen, um mal zwei zu nennen, mehr fallen mir nämlich gerade nicht ein. Und so ein Sonett zum Beispiel, das ist dann relativ in ein festes Korsett wiederum, in das Sonett-Korsett quasi gepresst worden, dass man eine Abfolge hatte an Strophen und Refrains und Versmaß und so weiter, das war alles vorgegeben. Und da drin haben sich dann Künstler und Lyriker bewegt. Und tatsächlich ist so eine Twitter-Nachricht irgendwie auf gewisse Art und Weise das, was sehr ähnlich ist. Bloß, dass Twitter natürlich nicht ausschließlich des lyrischen Ausdrucks das Ziel dort war, sondern dass man auch versucht hat, Nachrichten dort zu vermitteln über die kleine, in diesem kleinen Raum. Aber es wurde eben auch auf der anderen Seite viel, da gibt es ja viel Blödsinn, der auf Twitter geschrieben wird, viele Sachen, wo einfach Leute Gedanken teilen, philosophische Gedanken vielleicht sogar. Das ist so unsere Form der Philosophie heutzutage, auch so Häppchenphilosophie, die wiederum mit allem anderen, was uns so ausmacht, kurze YouTube-Videos, Bild-Content auf allen anderen Plattformen, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, die wir beim Lesen von Dingen oder beim Betrachten von Dingen nur noch heutzutage aufbringen können, reflektiert. Und deswegen ist so ein Wandel hin zu einer Möglichkeit von mehr Text fast schon, würde ich sagen, eine Veränderung oder eine Möglichkeit der Veränderung der Sprache, der deutschen Sprache, wie sie jetzt momentan, wo man hinerzogen wurde. Ich weiß nicht, ob man das zu weit hin interpretiert, aber diese Form der Netzlyrik zum Beispiel wird dadurch auf jeden Fall beeinflusst werden. Ich weiß nicht, ob, wie gesagt, ob bestimmte Sachen komplett wegfallen oder wie die das machen, aber es ist halt eine total, wird ein total interessanter Eingriff sein, in diese Art auch Formulierungen zu finden, die halt in sowas reinpassen. Und zum Beispiel diese Geschichte mit dem Einsetzen, statt ein zu schreiben, auszuschreiben, einfach die Eins. Was ist das für Eins live? Das sind so Geschichten, die passieren natürlich einfach genau deswegen, weil es einfach dann so ein kompaktes Ding wird und unser Hirn kann das ja verstehen und rafft das sofort. Und ist jedenfalls irgendwie schon eine ganz spannende Geschichte. Jetzt habe ich so viel erzählt. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ihr da was zugeschrieben habt. Söderle. Mini, ich habe eine Idee für euch, Dirk. Habt ihr schon eine Amazon Wishlist? Jein, Mini, das haben wir irgendwann mal. Wir haben irgendwann mal eine an den Start gebracht und das ist irgendwie eingeschlafen. Wir haben sie nicht mehr öffentlich gemacht, weil eingeschlafen ist, dort sinnvolle Sachen reinzustellen. Und die Leute haben immer nur den Blödsinn bestellt. Und irgendwann schreibt man da, weißt du, irgendwann hat man da so Sachen drin wie Eiershampoo oder einen Sackkrauler. Und den bestellen die Leute dann immer. Dann haben wir einen Haufen Sachen gekriegt, wie eben sowas. Matizzle zum Beispiel. Einen aufblasbaren Riesenpenis und so weiter. Was alles auch witzig ist. Aber wir hatten irgendwann so viel von diesem Scheiß, dass wir da einfach so ein bisschen bremsen mussten. Aber ehrlich gesagt hätte ich mal wieder Lust auf so Scheiß. Also vielleicht ist das schon eine ganz, ganz okay Geschichte. Twitter hatte sich ja damals die SMS als Vorbild genommen, schreibt Wadi. Aber damit wollte Twitter die Tradition brechen. Die Nachrichten werden länger, aber man versucht sie weiterhin kurz zu halten. Das ist eben die Frage. Ich frage mich, sind die Leute eh jetzt so drauf getrimmt, sich kurz zu halten, dass sie das gar nicht unbedingt auf Biegen und Brechen ausnutzen wollen? Werden wir sehen. Also ich habe schon viele Posts gesehen, jetzt natürlich am Anfang erstmal alle, ey, guck mal, ich habe 200 Auszeichen, guck mal, was ich schreiben kann, bla bla bla. Die Witze damit haben wir alle gehabt, drüber gelacht oder nicht, wie dem auch sei. Aber sonst sind die Nachrichten weiterhin relativ kurz geblieben. Es ist aber auch, das ist halt der andere Punkt, noch nicht für alle freigeschaltet. Noch haben ja ganz viele 140 Zeichen, ich zum Beispiel. Wenn es alle haben, bin ich mal gespannt, was sich dann tatsächlich bis dahin umgeändert hat. Jetzt gerade aktuell nutzen gefühlt alle die 280 komplett aus und versuchen das krampfhaft, sagt Papa. Genau, das ist halt das Ding. Ich meine, klar, man probiert sich aus, aber glaube ich eben nicht zwingend, dass das bleibt. Weiß ich nicht. Twitter hat ja auch irgendwann das Ziel von einer gemeinsamen Timeline aufgegeben, sagt Podmensch. Die Timeline auch. Inzwischen
ist es nicht mehr so, dass alles chronologisch ist. Inzwischen hat man eben auch für sie empfohlen und so weiter. Was ja auch dem geschuldet ist, muss man natürlich dazu sagen, dass Twitter inzwischen bezahlte Anzeigen mit reinnimmt in ihr Programm. Und für die natürlich auch interessant ist, dass Leute potenziell die Chance sehen, über Twitter ihre Reichweite zu erhöhen, indem sie dafür Geld bezahlen. Und das funktioniert natürlich mit solchen dynamischen Geschichten irgendwie nochmal besser, dass man sagt, okay, man sponsert irgendwie einen Post, dafür wird er gepusht und kriegt dann irgendwie Reichweite und nicht nur durchs reine Teilen, was ja sonst bei Twitter die Erhöhung von Reichweite war. Twitter muss einfach Geld verdienen, das ist der Punkt. Twitter muss Geld verdienen. Twitter ist immer noch eins der nutzerstärkeren sozialen Netzwerke, sind ganz vorne mit dabei in den Top 5 auf jeden Fall. Und die müssen aber Geld verdienen, das ist das Problem. Twitter verdient nichts. Die haben die ganzen Nutzer und die verdienen kein Geld. Facebook verdient sich eine goldene Nase inzwischen mit ihren Werbeanzeigen. Die haben das richtig gut umgesetzt. Twitter verdient kein Geld, Snapchat verdient kein Geld und das ist für die alle ein großes Problem. Da pushen momentan nur irgendwelche Investoren immer Kohle rein, weil sie sagen, ja, hier, das wird sich irgendwann mal lohnen. Aber niemand verdient Geld damit. Das kostet alles noch zu viel. Wie dem auch sei. Bernie findet 280 Zeichen gut. Vio sagt, okay, Gedichte veröffentliche ich auf Twitter, aber danach kommt ein Kappa. Also nicht ernst gemeint? Ich meine, warum nicht Gedichte veröffentlichen? Also, ich sprich da erstmal prinzipiell nichts gegen, denke ich. Seit ich das neue Handy habe. Ero, was ist dein neues Handy? Erzähl. So, ich gehe nochmal weiter. Natürlich bestellen hier alle den Mist, wir sind noch Trolle, wir sind doch alles Trolle in der Ausbildung. Ja, Pottmensch, das ist eben das Ding. Und dann hast du hier so, dann hast du hier einen Haufen Gummidildos und Cockringe und weißt irgendwie gar nicht so richtig, dann steckst du den Cockring auf den Gummidildo, freust dich kurz einmal drüber, machst ein witziges Bildchen und dann liegt das Ding in der Ecke. Wenn es wenigstens was ist, was cool für die Studio-Deko ist. Zum Beispiel der Bernie hat uns ja diesen geilen Mario-Kasten irgendwann mal mitgebracht, den Mario-Block. Geiles Ding für die Studio-Deko, mega. Und solche Sachen braucht man halt auch immer wieder. Ich denke mir auch manchmal, wir könnten mal wieder hier so ein bisschen auffrischen. Uns fehlen geile Sachen für Studio-Deko, mal ganz im Ernst. Wir haben also mal so ein bisschen was Neues an der einen oder anderen Stelle. Täte dem Ganzen ganz gut, aber gut, es kommt sonst schnell zu viel. Runic Games wurde geschlossen, schreibt 8-Bit Superhero. Genau, haben wir auch schon in der Nerdstar News gesagt, irgendwann in dieser Woche. Ich weiß nur nicht, wann genau. Ich muss mal kurz aufholen. Mottek schreibt, seit gestern haben alle meine Accounts 280 Zeichen. Mottek ist der mit den vielen Accounts übrigens. Mottek hat immer überall 50.000 Accounts. Falls also ihr euch wundert, Motteks Follower ist alles er selbst. Er hat einfach 200 Accounts und das ist immer er selbst. Na, so schlimm ist es nicht, aber du bist ein Multi-Account-Typ, ne? Das ist schon relativ heavy. Pava schreibt, Das hast du verpasst zum Beispiel. Echt gut. Ich lese nicht immer die komplette Timeline nach und bekomme so trotzdem noch vieles mit. Es ist ja nicht verkehrt, genau, dass du bestimmte Sachen, die du gerne mitbekommen möchtest, dann dadurch trotzdem erwischst, die vielleicht am gleichen Tag noch gelaufen sind. So sehe ich ja genauso. Ich will ja, man will ja auch eine bestimmte Sache, also bis zum bestimmten Maße vorgefiltert haben, seinen Content. Aber A, spült es mir viel Kram rein, den ich nicht interessant finde. Und B, verlasse ich mich dadurch dann wieder auf diesen Algorithmus, jetzt nicht den von Facebook, sondern den von Twitter und laufe somit Gefahr, dass irgendwie sich wieder noch stärker so eine Blase bildet, als sowieso schon. Ich meine, sowieso schon die Blase dadurch, wem folge ich nicht, wen habe ich blockiert und so weiter. Das ist in sozialen Netzwerken eh richtig heavy. Aber wenn dann Twitter noch mit entscheidet, okay, von wem meiner Follower bekomme ich die Sachen angezeigt, weil ich wirklich nicht nur 4, 5 Sachen oben angezeigt bekomme, die ich verpasst habe und vielleicht interessant finden würde, sondern die ersten 20, 30 Posts sind alles nur die Sachen, die Twitter vorsortiert und danach wird's chronologisch. Oder ich weiß auch gar nicht so genau, wann es chronologisch wird, weil es nicht einsehbar ist, ab wann fängt das wieder an. Ist dann mal irgendwann zwischendurch nochmal so ein 4 Tage alter Post dazwischen und den like ich dann und fühle mich dann irgendwie schon fast dumm, dass irgendwie da so ein Post, der vielleicht gar keine Relevanz mehr hat, so nach dem Motto, ey Leute, ich bin heute Abend live auf Twitch. Und den like ich dann 2 Tage später und denke mir so, ja, ah, fuck, ja, daneben. Das ist halt irgendwie Käse. Aber, gut. YouTube kostet bisher auch immer noch und macht keinen Gewinn, sagt Modek. Das ist interessant, das weiß ich zum Beispiel nicht. Das, hätte ich auch anders geschätzt. Hätte gedacht, dass YouTube
eher verdient. Wobei YouTube natürlich viel kostenintensiver ist, was so Serverstrukturen angeht und so. Aber spannend ist es auch. Mini, aber ihr habt doch bestimmt auch irgendwelche Technik oder so, die man reinpacken kann und die wir brauchen. Ja, haben wir. Aber ist halt manchmal vielleicht nicht ganz so sexy. Weiß ich auch nicht, ob Leute, ob irgendwer Lust hat, zu sagen, ja, ich bestelle, was ist das Letzte, was wir technisch bestellt haben? Wir haben zum Beispiel für das Set unten für die Verkabelung Sachen bestellt. Da haben wir also meterware Kabel hatten wir drin in unserer Einkaufswagenliste. Dann hatten wir so Crimp-Adapter, die man auf die Kabel oben drauf lötet oder crimpt eben. Und dann noch irgendwelche Scharnier-Kabelkanal-Geschichten, die wir besorgt haben. Und das ist dann da so drin. Und ehrlich, ganz ehrlich mal, niemand bestellt das. Ey. Geile Idee. Ich glaube, ich tue den Nerds mal was Gutes und klick irgendwie hier und bestell denen diesen Kabelkanal. Den wollten die bestimmt schon immer mal haben. Da freuen die sich bestimmt richtig, wenn der Kabelkanal kommt von der Mini. Ich meine, keine Ahnung, wenn man dann noch einen lustigen Spruch dazu schreiben kann oder so, vielleicht ist es dann auch wieder witzig. Aber es ist halt nicht so sexy. Und dann kommt eben doch der Cockring und der Dildo. Weil das halt das so, da lachen dann alle drüber. Das zeigt man, dann kann man in der Sendung zeigen und dann ist das witzig. Und der andere Kram ist halt manchmal so ein bisschen, oder ein neues Kamerastativ. Oder weiß ich auch nicht, ein verloren gegangener Objektivdeckel, den man nachkauft. Das sind halt alles so Sachen, die sind einfach irgendwie einfach unsexy für so eine Liste. Also, ne? Klar, brauchen wir das auch alles, aber ist halt die Frage, ob das so dann so sehr viel Spaß macht. Anstatt Donation flattert dann Technik rein, wenn es doch benötigt wird. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es nicht verkehrt, das auch nochmal aufzugreifen. Ich werde das anstoßen, diesen Stein. Aber ich habe wirklich Angst vor dem. Wir dürfen halt in diese Wunschliste, da müssen wir dann halt vielleicht einfach aufpassen, dass da nicht so viel Blödsinn drin landet. Weil das halt, das lässt sich ja auch uns geschuldet, wenn dann der Dildo da mit drin ist. Aber irgendwer, der hier Zugang hat, freut sich bestimmt über den Eierkrauler und will den dann unbedingt bestellen. Ich kenne das doch. Ja, ja. Marci freut sich drüber, ist ein Kabel. Marcel hat einen heftigen Kabelfetisch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also der schläft da jetzt nicht mit denen oder so. Also und macht die sich auch nicht irgendwie irgendwas Intimes, führt die sich nicht irgendwo ein. Aber er freut sich, einen Astkabel aufzurollen. Und dass, wenn Kabel so ordentlich sind, dann geht ihm richtig einer ab. Das ist schon beeindruckend. Naja. Jetzt haben wir uns über das Twitter-Ding kurz echauffiert. Fand ich sehr spannend. Wir werden sehen, wie es sich auswirkt. Da können wir wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen, wenn Twitter dann entweder auf die 560 Zeichen hochgeht oder wieder zurück auf die 140 oder so geblieben ist, wie auch immer, wie tatsächlich sich die Twitter-Welt dadurch verändert haben könnte. Wir werden es sehen. Marci hat ja bald Geburtstag, sagt Lissi. Ganz korrekt, Marci hat bald Geburtstag. Wer das nicht weiß, ist er der 13.11. Kommenden Montag ist das schon, ne? Kommenden Montag ist das schon, da hat der Marcel Geburtstag und an dem Tag startet unsere Star Wars Woche. Was Schöneres könnte es, glaube ich, für Marcel nicht geben, als Star Wars Woche zum Geburtstag zu starten. Star Wars! Ah, guck mal, da ist gerade einer aus dem Keller hochgekommen. Wir haben gerade über dich geredet, Marcel. Star Wars! Nicht über Star Wars, nur über dich. Und dein Kabel. Aber mehr will ich nicht sagen. Bei Twitter waren auch mal die PN begrenzt, schreibt Wadi. Da sind es jetzt auch knapp 2000. Okay, weiß ich nicht. Waren die PN auch auf 140 begrenzt? Ach, verrückt. Fände ich interessant. Mini hat in 2,5 Wochen ungefähr, oder jetzt knapp 3 Wochen Geburtstag. Auch schon bald. Auch schon bald. Wie alt wirst du eigentlich, Mini? Darf man das fragen? Weil Frauen fragt man eigentlich nicht, ne? Aber interessiert mich schon. Du wirst doch bestimmt so 23 oder so. Ha? Sowas um den Dreh. Ich muss jetzt noch was... will noch was verlesen aus dem Blickpunkt unbedingt. Da ist viel los. Sehr viel los. Ich werde alt, sagt Mini nur. Okay. Dann frage ich nicht weiter nach. Du bist auch alt, ne, Lena? Mhm. Küken bist du. Küken. Apropos Küken. Der Stefan, unser Prakti, ist ja hier, versteckt sich hinter dem Account KükenLP und wollte irgendwen begrüßen und hat nur Hallo Ed geschrieben und dann zu früh Enter gedrückt.
Das ist sehr lustig. Hallo, Ed. Hallo auch, lieber Küken. Moin. 29 Jahre bist du am 2. Dezember. Siehste, habe ich doch gesagt, Mitte 20, top, alles safe. Mitte 20 und sieht aus wie Anfang 20. Man meint es ja nicht. Ich habe hier noch ein bisschen was rausgesucht. Lass mich kurz blättern. Eine Sekunde. Eine Sache, die ich schön finde, also jetzt mal ganz zuerst dazu. Wirklich, der Anzeiger hatte ein paar schöne Sachen. Das mit dem Glücklichsein, das fand ich einen guten Denkanstoß zumindest. Und dann haben sie eine coole Idee, die, glaube ich, nicht in Jöllenbeck entstanden ist, aber jetzt auch hier adaptiert wird. Sie heißt Blind Date mit einem Buch. Ich kann es eigentlich kurz umschreiben, die eigentlich nur besagt, dass man ein verpacktes Buch kauft. 2 Euro kostet das, die gespendet wurden. Und man bekommt irgendein Bild, irgendein Buch. Marcel macht gerade Faxen hier an der Seite, ich kann mich nicht konzentrieren. Man bekommt irgendein Buch, was jemand anderes vorher gespendet hat. Aber nicht so alte Schinken, wie es ja auch gerne mal auf so einem Buchflohmarkt ist, sondern aktuelle Literatur. Also irgendwas, was jemand halt gerade durchaus gelesen hat. Und dann gibt es das so Secondhand. Das kostet nur 2 Euro, was ich sehr günstig finde. Und finde es ganz spannend, glaube ich, dann sich einfach mal überraschen zu lassen. Ist aber eher was für Leute, glaube ich, die generell viel lesen, weil man dann, vielleicht ist es auch was für andere, ich weiß nicht. Also vom Gefühl her ist es eher für Leute, die viel lesen, die dann mal was anderes bekommen, als das, was sie normalerweise haben. Oder ist es etwas für Leute, die sich lange nicht mehr ans Lesen rangewagt haben und mal wieder frisch reinstarten wollen. Steam Team, moin, der Seb, guten Morgen. Grüezi. Ich habe gestern Abend noch zum Seb bei ihm im Chat habe ich noch gesagt, man sollte viel häufiger gegenseitig bei sich im Chat mal reinschauen. Sonst schafft man es nicht vernünftig zu kommunizieren. Das ist eigentlich der beste Weg. E-Mails schreiben, SMS schreiben, Facebook, WhatsApp, was auch immer. Alles Quatsch. Einfach hier im Steam-Chat. Da liest man die Sachen am wahrscheinlichsten und beantwortet sie am direktsten. Also haben wir dann gestern Abend auch einfach alles kurz da geklärt. Das war sehr, sehr gut. Fand ich übrigens sehr schön. Und lieber Seb, ich habe gerade eben schon erzählt, dass du vorbeikommst am Samstag. Und ich glaube, es haben sich alle gefreut. Ich habe mich zumindest gefreut. Und meistens freuen sich die Leute ja mit. Da ist ja hier eine solidarische Gemeinschaft an Freude, die hier herrscht. Geteilte Freude ist doppelte Freude, Freunde der Sonne. Auch das, wenn wir schon über das Glücklichsein reden, eine Phrase, die so nicht fehlen darf in der Sendung. Spawn Smoothie. So bleibe ich gesund. Ich wollte aber noch was anderes Interessantes vorlesen. Nämlich vom Ortsverein der CDU. Die CDU Jöllenbeck auf den Spuren der Bonner Republik. Die haben offensichtlich einen Ausflug gemacht in die ehemalige Bundeshauptstadt und heutige Bundesstadt Bonn, wie es in dem Artikel heißt. Und waren dort ein bisschen unterwegs, gab natürlich ein bisschen Kultur und so weiter, dann wird verglichen. Zufällig hat nämlich Bonn, das ist ganz interessant, genauso viele Einwohner wie Bielefeld, 330.000, also sind wirklich ähnlich groß. Und da wird so ein bisschen über Strukturelles gesprochen und so weiter. Aber es wird halt auch ein bisschen berichtet darüber, was dort gemacht wurde. Und ihr habt jetzt die Bilder nicht mit dazu, aber ihr müsst euch vorstellen, CDU-Ortsverein, der Altersdurchschnitt ist, schätze ich mal, wenn es gut läuft, 63, aber gefühlt eher 67. Die 63 auch nur durch die 2 jüngeren Leute, die wahrscheinlich aufgestellt werden hier irgendwie im Stadtteilparlament und deswegen irgendwie dazu gecastet wurden, damit ein junges Gesicht auf den Plakaten drauf thronen kann. Schöner Punkt jedenfalls, man kann sich ungefähr vorstellen, was da passiert ist. Der höchst interessante Rundgang beginnt am Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und umfasst dann weitere Stationen wie das ehemalige Bundeskanzleramt, das Palais Schaumburg, die Villa Hammerschmidt als zweiten Dienstsitz des Bundespräsidenten etc. Nach diesem Rundgang kam die Geselligkeit auch nicht zu kurz.
Wir sind mit einem Rheinschiff von Bonn nach Rhöndorf gefahren, um dort im Weingut Bröhl, in dem auch schon Konrad Adenauer seinen Wein gekauft hat, eine interessante Weinprobe zu erleben. Mit anderen Worten, die sind da schön rübergejuckelt mit so einem Ausflugs-Rentnerdampfer und haben sich richtig schön eingepichelt bei der Weinprobe. Wenn ihr auf die ganzen, in die ganzen glücklichen Gesichter guckst, in diese ganzen glücklichen Weg... Ach, ich finde kein gutes Wort dafür. In diese gutbürgerlichen Gesichter jedenfalls guckst, dann weißt du, die finden ihr Glück vor allen Dingen in einem sehr großen Glas oder in 50, 60 guten Gläsern Rotwein. Und das werden sie auch ungefähr bei diesem Ausflug erlebt haben. Fand ich sehr, sehr spannend zu sehen. Und dann haben wir hier noch was Makaberes. Warte mal, war das schon das letzte? Ich glaube, das ist das letzte. Ah, nee, zwei habe ich noch. Einen habe ich noch. Jetzt habe ich ein bisschen was Makaberes. Was sagt denn der Pottmensch? Wobei das Haus der Geschichte ist tatsächlich sehenswert. Nein, ich habe nichts gesagt gegen die Sehenswertigkeiten in Bonn. Die sind sehr schön. Ich habe auch schon ausgiebigst Sightseeing betrieben in Bonn und finde es sehr, sehr schön dort. Mitspieler gesucht, die AWO. Pass auf. Seit über 50 Jahren gibt es den Seniorenclub des AWO-Ortsvereins Jöllenbeck. Früher trafen sich die Teilnehmerinnen noch im alten Begegnungszentrum in der Amtsstraße. Doch seit nunmehr 10 und dann nochmal 10 in Buchstaben Jahren haben sich die wöchentlichen Treffen in den Aktivpunkt verlagert. Sie klönen und spielen zusammen. Doch leider hat sich unsere Runde in diesem Jahr sehr verkleinert, bedauert eine Teilnehmerin, sodass nun dringend neue Mitspieler und Mitspielerinnen gesucht werden. Das finde ich ja sowas von, euphemistisch noch ausgedrückt. Unsere Runde hat sich leider in diesem Jahr sehr stark verkleidert. Will sagen, der Rentner-Romikup-Spielclub stirbt langsam weg. Fand ich ein bisschen unangenehm zu lesen, habe ich so gedacht. Ja, gut. Es geht halt vorüber, ne? Es geht halt vorüber, es hilft ja nichts. Übrigens, danke, lieber Björn, dass du eben mich darauf hingewiesen hast, fiel mir noch ein, dass es tatsächlich die Julia ist von Pegasus Spiele, die vorbeikommt, dass ihr Name Julia war. Der Björn, der weiß nämlich immer solche Sachen. Der Björn kann sich Namen merken. Wenn ich Björns Namensgedächtnis hätte, ich wäre ein Supermensch. Ich mit Björns Namensgedächtnis, meine Güte, was wäre alles möglich? Björn, wir beide zusammen. Vielen Dank übrigens nochmal für dieses fantastische Steve Dörkel-Bild. Ich habe sehr, sehr drüber gelacht. Das war wirklich sehr gut. Das war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Ich habe es bei Twitter geteilt und bei Instagram habe ich es auch geteilt. Unbedingt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt angucken und unbedingt kurz Björn dafür abfeiern, was er dafür eine großartige Fotomontage gemacht hat. Wer Steve Urkel nicht kennt, der wird es möglicherweise nicht ganz so witzig finden, aber alle anderen lachen sich tot. Versprochen. Diggi schlägt vor, er könnte seinen Rummikub mitbringen und wir sorgen für Nachwuchs in dem Club. Ohne Scheiß. Das wäre vielleicht fast ein geiles Format. Wenn du hier so ein Brettspiel-Ding machst und lädst immer so aus dem Ort so 2, 3 Rentner rein, wenn das so richtig coole Typen sind. Es gibt ja auch richtig coole Rentner. Die sind noch jung geblieben und sind irgendwie noch lässig drauf und haben vielleicht richtig geile Storys zu erzählen. Und dann bist du mit denen immer bei so einer entspannten Runde, keine Ahnung, irgendwas, wo du nicht so ganz so viel, meinetwegen eben Rummikub, wo du nicht so ganz so viel die ganze Zeit nur über das Spiel sprechen musst, sondern vielleicht auch mal ein bisschen quatschen kannst, klönen kannst nebenbei. Das wäre großartig. Ich schwör's euch, das würde gut ankommen, das würde gut funktionieren und wir hätten hier unseren Spaß. Also alle hätten, glaube ich, Spaß daran. Auch die Opis und Omis, die mitspielen. Und vielleicht würden wir uns dadurch eine ganz neue Zielgruppe hier erspielen. Leute, die uns sonst nie gefunden hätten und nie zugeguckt hätten. So mit Mitte, Ende 70. Die dann Lust haben, auf einmal Nerdfernsehen zu gucken. Schön Doppelkopf, genau. Du kennst sowas doch, lieber Stefan. Aus der, zum Beispiel aus der Landjugend wahrscheinlich, oder? Da spielt ihr doch sowas auch, so Doppelkopf, kann ich mir gut vorstellen. Ah. Sorry, 8-Bit-Superhero. Du heißt auch Björn, okay. Gebjörnt war der Björn. Gemeint war der Björn.
Durak, sagt Grateful Buster. Ja, ich weiß nicht, ob das bei der älteren Generation auch angesagt ist. Wie Silver Surfer. Mhm. Genau. Ich hab's auch, die heißen dann gerne mal so, ne? Die Gruppen irgendwie so Silver Surfer. Potman schreibt ein Zitat vom Prinz von Bel Air rein. Übrigens, dieses komplette Songzitat hätte jetzt in die, würde ich einfach mal so grob schätzen, in die 280 Zeichen bei Twitter reingepasst, was vorher nie gepasst hätte. Just saying. Just saying. Einen letzten Artikel habe ich noch ganz kurz, dann sind wir auch schon, wir sind schon durch mit der Sendung. Ich habe die Zeit völlig vergessen und verloren. Das Straßenfest am Dreker Weg. So geht Nachbarschaft. Also das ist vielleicht gar nicht, der Obertitel ist gar nicht interessant. Eigentlich las ich nur, so geht Nachbarschaft. Und mein Dirty Mind hat der jungen Kesha Krämer, um die es jetzt in diesem Artikel geht, ein bisschen falsche Intentionen angedichtet. Nicht viele Jöllenbäcker werden ihn kennen, den Dreker Weg. Am nordwestlichen Ortsrand von Jöllenbeck zweigt er entlang einem kleinen Wäldchen von der Barkholzstraße Richtung Dreke ab. Für Kinder dürfte es ein angenehmer Ort zum Spielen sein, eine reine Anliegerstraße mit einer durchaus noch überschaubaren Anzahl von Anwohnern. Hier ist Kesha Krämer aufgewachsen. Jetzt ist sie 15 Jahre alt, dem Spielalter mehr und mehr entwachsen und beginnt, sich für ihre Nachbarn zu interessieren. Dabei musste sie feststellen, dass in den letzten Jahren viele neue Nachbarn hinzugezogen sind, die sie überhaupt noch nicht kannte und doch gerne mal näher kennenlernen möchte. Lassen wir das einfach mal so stehen und freuen uns für die junge Kesha Krämer oder hoffen für die junge Kesha Krämer, dass sie ein paar Leute kennenlernt hier in ihrer Nachbarschaft und mit denen eine gute Zeit hat. Ja, wie dem auch sei. Ist das schlimm, dass ich das denke? Weil so meine grundsätzliche Einschätzung ist, dass hier die Kids, sag ich mal in Anführungsstrichen, mit 14, 15 sowieso alle nichts anderes mehr im Kopf haben, als sich den nächstbesten Nachbarn zu schnappen und irgendwie, weiß ich auch nicht, ein bisschen den Spielplatz unsicher machen. I don't know. Mhm. Error. Hat noch einer einen Sub fürs Outro? Freund, ob ihr mir nicht immer reingrätscht? Mhm. Wer schreibt diese Texte bei dem Käseblatt? Könnt ihr da nicht mal was einreichen, dann ist da wenigstens ein guter Artikel drin. Ich glaube, man hat eine gute Chance, wenn man freiwillig sich für eine Kolumne meldet, dass sie hier drin jedes Mal abgedruckt wird, einmal im Monat. Ich denke, die Chance ist realistisch. Die Frage ist halt, ob ich das so zwingend möchte. Bielefeld trinkt übrigens mit dem neuen Mehrwertbecher. Das noch ganz kurz. Der neue Mehrwertbecher. Vielleicht hier kurz, da, genau. Hm. Ah, kann man nicht richtig sehen, ne? Ist ein neuer Mehrwertbecher, wo Bielefeld drauf gedruckt ist. Ach. Okay. Freunde der Sonne, was soll's denn? Wir müssen Schicht machen. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Es gibt hier im Anschluss kein Gameplay mehr. Eigentlich ist es auch eine schlechte Nachricht für mich, denn ich hätte sehr, sehr viel Lust gehabt, Elex weiterzuspielen, was eigentlich geplant war. Da hätte ich dann vielleicht nochmal das nächste Level geschafft, was ich unbedingt erreichen möchte. Damit ich endlich eine neue Fähigkeit erlernen kann oder stärker werde in der Nahkampfwaffe. Wie auch immer, das, da sprechen wir aber das nächste Mal drüber, wenn wir Elex spielen. Es ist jetzt Schluss, Schicht. Wir müssen ein bisschen aufräumen und uns fit machen für den 50-Stunden-Stream. Der geht nämlich morgen um 14 Uhr schon los. Das heißt, in 26 Stunden geht's los mit dem Nerdstar 50-Stunden-Stream. Das ist sehr, sehr lang, 50 Stunden. Und die 26 vorher werden uns sehr kurz vorkommen. Wir haben nämlich echt noch einen Arsch voll zu tun. Das machen wir also alles heute. In dem Sinne, seid uns nicht böse, wenn wir schon aufhören. Und wir hosten nochmal kurz rüber zu den Bieber Brothers, die guten Jungs, die uns hoffentlich auch demnächst mal besuchen kommen hier im Studio. Das haben wir mit denen auch angesprochen schon. Die haben auch Bock. Das müssen wir eigentlich nur organisiert bekommen, dass wir das mal irgendwie zeitig unter eine Mütze bekommen. Da ist ja auch zwei Leute gleichzeitig nach Bielefeld zu karren, ist ja auch immer nochmal so eine Geschichte.
Aber das schaffen wir auf jeden Fall auch noch. Gute Jungs sind das. Bestellt bitte, bitte, bitte liebe Grüße von uns dort. Einmal von der Nerdstar Family kurz in den Chat reinwinken. Ich werde auch noch mal kurz da vorbeigucken. Und dann sage ich erstmal danke, dass ihr jetzt mit dabei wart beim bei Spawned. Und wir sehen uns morgen 14 Uhr zum 50-Stunden-Stream. Macht's gut.